In Vizent war er trägt ans Programm von What's That, dann scheint für die Radio einschalte. Mädchen TS, Sieglinde Types. Von dort an ans Programm von What's That, weil wir war eine andere Frage stellen, in der es, wer ist das? Wir werden von dort war wieder über Dwight L. Moody reden. Dwight Moody wird an 1837 in der Stadt geboren. Von daher werden wir war ein bisschen mehr über sein Leben lehren. Musste von all deine Sünden schon frei. Moody stund fähre an der Konzel in der Zeug. Heute schied Rahmen sagt dem Mann ein frühes Ingenieur, wird alle gekommen wäre zum Arm hier in Predien in Zeugen. Wird erst aus einer Sinderschulklasse anfangen, in immer wieder Wolzen deit, bottet eine Zeug wird für viele Menschen zu kommen, zum Hirn und von Gottes Wort zu lehren. Nu wird wäre an Arm, ernt von der Bibel zu vertalen, und wo Gott wohl mit Erntop sein, wo Jesus wohl ernt halten in jeden von einem, jeden Tag in ihrem Leben. So schaut er die Wahrheit an und sagt, Frucht, Jünd, was willst du mit Jesus tun? Sagt er Wahrheit. Die Menschen werden im Bett arruig. Bitte die Gossen werden sehr arruig und lüd. Viele Menschen randen Hannen träg, wie viel geraubt in viel Stämmen bieten. Er wundert, aus eins wer in diesem Raum überhaupt abhassen deit. Gut ne Hüs, sagt er, und denkt über diese Frage noch, diese ganze Weg, sagt er. Dann komm träg nächsten Sonntag und sag mir, was du mit Jesus tun willst. Willst du am abnehmen, als er dir daunt? Oder was willst du mit diesem guten Recht von Jesus tun? Mr. Sankey, sagt er, komm nab und sing mit uns noch ein Lied. So wird er dann. In der Mr. Sankey kann so fern singen, alle andere wollen immer mit am Tipp singen. Aber von dort nicht. Alle schienen in dem Fenster zu checken und zu checken, was da los wäre. Viel Raum gerannt, viele Leute Stämme. Eine sehr unruhige Nacht. Moody leitet die Menschen in den Haus gehen. In Hei und Sankey gingen auch gerührt zu sein, was da los wäre. Dann kam der Kreit ein Tankwagen getrocknet von Pied für Bi auf den Goss. Und als sie dahin schicken, wohin der Wagen fuhr, sagen sie, dass er wie ein dachet orangenes Licht entschien, was die Nacht abdachen deit, weit auf.
Na oh, ein orangenes Licht schien. Wort hat dort bedienen? Wort hat dort bedienen? Der Stadt Chicago hat vier gefut. Nicht bloß in paar Häuser, nee, in ganzer Stadtteil schien so, wie on vier. Sanki ging trig in das Gebiet nennen, wo die Zeug wie, und versucht schwind noch ein paar Dinge rüttelholen. In Moody ran die Gas verlängst, zu die Zeug, wo er hat angefangen mit seiner Schulhöhlen, dann viele Jahre trig. Er wollte seinen, als da noch seine Frau in die Zinger wären, und sie wären wartlich da. Aber das wird zu seinen, zu rücken und zu hören, dass das vier immer dichter kommt. Die Menschen fangen an abgerecht zu werden, und der Gas verlängst daran rüht, bloß rüht in der Stadt. Aber dann schien so, dass das vier doch eine andere Richtung nahm, so ging die ganze Familie Moody zu Bad und versuchten zu schlupen. Aber dicht bei Mädel in der Nacht hörten sie auf einmal ein Gepotter und ihre Fährste der. Rüht, kommt rüht, rief die Polizei. Das Vier kommt dessen weich. Seid dort hier rüttkommen. In ein Noba kam dort auch vorbei und Moody seine Zweitschinger können an er in sein Buggy nennen und so deiden sie schwind in der Stadt rüttflechten. Dwight und Emily Moody mussten zu Fout rüt und schöven ein Babywachtchen für sich mit ein paar von ihren Dinger bern, was sie jeden wollen mitnehmen. Viel können ihr sie nicht mitnehmen, dort ging alle so bosig, weil das Vier kam beim Wind immer dichter. Als endlich mal das Vier sich selbst ausgebrannt hat, und sie fährt zwei Dörrlöter, wären 300 Menschen laut. 17.000 Häuser wären verstört. 90.000 Menschen hatten Scheinheim in Scheine Häusermeier, Doringer auch die Moody-Familie. Moody raubt seine Frau und sieht, Emily, ich habe einen großen Fehler gemacht. Sie stunden vor dort, wo ihr Haus gewasst wie. Plus ein ganzes Hübe mit Arsch. Da wär wirklich nüscht Eva geblieben. Na jo, dacht Moody seine Frau, wat wird he all fehlet Hand raden könnt? Sie hatten ja alles mitgebracht, wat sie können, an dort Baby wachtje, wat sie für sich geschoben hatte. Und so seht sie arm dort auch. Nee, seht Moody, ich denk nu an wat andret. Dann, als wir do eine Zeug sorten, dann seh ich zu den Menschen, sie hatten eine Weg Zeit, darüber nur zu denken, was sie mit Jesus tun würde. Seht er traurig, aber die hatten nicht ne Weg. Niemals mehr, wo ich die Gelegenheit habe, mit diesen seltsamen Menschen zu reden. Niemals mehr, weil ich nur in der Zukunft die Gelegenheit nicht brücken zu den Menschen sein, was wirst du mit Jesus tun für den Tag? Wirst du am für den Tag abnehmen? Willst dann in der Zeug, hab ich niemals an ein Vier gedacht. Das Leben ist bloß so schwin, ganz anders. Eine Mathe Gelegenheit nutzen, den Menschen zu sein, dass sie Seelen von dort über Jesus nur denken und nicht länger warten. Komm, go mit mir nur dort los. Komm, go mit mir nur dort los. Komm, go mit mir nur dort los, wo heimlich groß. Das Graute Vier von Chicago ist eine Geschichte von Chicago durchgeschrieben und fast gehüllen worden.
dat jef bilder wotet wiesen, wotet fia damme ungerecht haft. Sen grötet fia, as mehliche was, wenns viele gebieder in hisa damul uit Holt gebüht worden. Gröte Wälder in viel Holt sind eine stets in Kanada, so worden uch die hisa met dort Material gebüht. Aber gwanne zu der Zeit, und wird sehr grötet weh, Chicago wird deswegen abgebüht in as noch einmal eine gröte Stadt in stets. Auch Dwight Moody schafft wieder für dem Herrn. In anderen Jahren, wie er über dem Ozean mit dem Schiff gefahren, in New Scotland, in England, in Irland gefahren, dem da viel Prägen in den Zeugen, wo da eine Erwachung brücken. Erwachung meint, dass viele Menschen in den Zeugen mitten frisch daran denken, wo Jesus in ihr Leben wirklich ist. Wo sie am Schienen nachfolgen und wo das in ihrem Leben kann sein, dass Jesus ihr Herr ist. Wenn Jesus es nicht bloß dort um uns Seligkeit bringen, er will auch dort wie uns ganzes Leben mit einem Typ leben. Wenn wir dort dönen, wollen dort noch viele Menschen antworten, dort Jesus lebendig und ihr uns es. Das wie auch, was Dwight Moody will. Er predigt viel in Emma Wara und er wird Emma Meider. Und er spürt sich so, dass er muss nun mal ein bisschen langsamer. Sogar seine Kinder sagten zu ihm, Paar, dann mal ein bisschen langsamer, du wirst alle. Nu wie hij op een schip terug naar Amerika. Hij had zeer gepredigd in Europa en veel gezegd. Maar nu wie hij op een schip terug aan. En hij wist niet wat weer gaan zal. In Chicago, in de stad wat afgebrand wie, zal een grote uitstelling voorbereid worden en veel mensen komen dort op. Moody dacht dat wie de bijzondere gelegenheid om al deze mensen Gottes woord te brengen. Maar hij zegt dat zeer schwierig. Saß Monat wohl er dann durch Raumreisen in Predigen. Aber nu fällt er sich nicht dono. Am sagt wird wirklich schwierig. Er fällt sich bloß so meid. Und ab dieses Schabreis kann er sich auch nicht utrühren, wenn's er wird einmal krank auf dem Boot. Ab einmal gab es einen großen Krach. Dann schäden sie alle Nappen ran und oben, da wie ein ganzer Teil von dem Schab aufgebrochen. Und wo da kommt der Bo sich nennen. Da sperrt sich wirklich so, der Chap wird bloß voll Wutter schälen und die wurden alle ungegangen. Ab erst wie Moody sehr abgerecht und sie sehen auch, viele Menschen wird auf dem Chap wieder sehr abgerecht. Die Arbeiter vom Chap kriegen den alle in eine große Stufe nennen, wo die Ätherstufe weh, und da sollten sie alle taub, während die Arbeiter versuchten, den Chap zu raten. Alle sollten dann wieder unruhig, sogar Moody wie unruhig. Jo, er hat ein gutes Leben gehabt und er hat nicht wirklich keine Angst vor der Sterbe. Aber seine Frau und die Kinder allein zu lassen, dort sah ihm doch schwierig. Und nur wie so viel Arbeit, die er noch hat tun wollte. Wie sein Leben nun wirklich zu eng? Den nächsten Morgen, als er gerade Tag wird, trägt Moody die Erlaubnis von dem Schiffskapitän, dort er kann einen Zeug holen. Ein Gottesdienst holen und über Gott seine Worte reden. Er lost am Psalm 107, 23 zu 28 und auf Psalm 91, Vers 11, wo dort sagt, willst du hast deine Engel gesagt, Eva, die zu sein und die auf all deine Wege zu bewahren. Dort treust am, dort Gott seine Engel geschickt hat und auch viele andere Menschen werden getreust. Danach können heuen sein Älster sehen ruhig entschlupen und wörtlich die Radung wie fähre der. Mal in der Nacht, wie ein Unterschiff bei neun gekommen, deiden sich mit großen Strick taubingen und deiden dort Schäpp, wo Moody in seinen Seen und all die Menschen, wo wir weh, ganz bei England trägschlappen. Dort dient acht Tage, aber doch wären sie alle fein angekommen. Als Moody darüber nur gedacht und so froh weh, dass sie gerat worden wäre, dachte er, Gott muss noch einen Grund gehabt haben, dass er noch nicht weh untergegangen und zu dort gekommen. Ich kann nun nicht abhören, sieht er zu seinen Älster sehen. Ich mag mich taub rufen, Gott hat noch viel Arbeit für mich. Hunderte und Tausende Menschen wollen nach Chicago kommen in die Olabrücke einraden. Die Olabrücke Jesus. Gott hat noch viel Arbeit für mich zu tun und er wird mir die Kraft geben, dort zu tun. 7 Jahre später starb Dwight Moody und 1899 in sein Haus. Er ist bekannt geblieben als ein Mann, der Gott treu bleibt. Trotz all der Schwierigkeiten, die in seinem Leben wären. Dankeschön für die Einschaltung zu dem Programm von What's That? Mit und hier wesig Linda Types. Wenn du mich schreiben willst, dann dauert unja. What's That? @gmail.com. Bis nächstes Mal.